Up in a second. My angel. Wer bist du da? Yes. I found her. Your wife is in the military now. I'm on my way there. Lock gelöscht oder beschädigt, verlassen werden, kein Gefühl ist schlimmer, Verrat, das ist auch übel. Von der eigenen Familie verraten, verlassen zu werden, ach scheiße, was soll ich dazu sagen? Vor 10 Jahren hat Maggie meinen Namen bei der staatlichen Selbstmordbeihilfe-Lotterie eingereicht. Was? Für $10.000 in bar vom Staat, ohne irgendwelchen Fragen. Sie meinten, es wäre ein toller Deal, so viel Bares und eine minimale Chance, dass mein Name gezogen wird. Der Staat hat auf lange Sicht was davon, weil es einen Sozialfall weniger gibt und meine Familie bekommt Bares. Hatte ich dabei was zu melden? Nein. Und was passiert? Der 15. April kommt und bam, ist ja wieder typisch, mein Name wird gezogen, zusammen mit ein paar tausend anderen Pechmögeln. Ich habe das Einzige getan, was ich machen konnte. Was anderes habe ich eigentlich nie gemacht. Ich habe mich aus dem Staub gemacht. Fing bei der Kane Corporation an und brachte so viel Abstand wie möglich zwischen mich und meine blutsaugende Angetraute. Ich habe mich hier hochgearbeitet. Mit Stufe 3 habe ich eingeschränkten Zugang zu Seed, was bedeutet, dass ich einiges dann abgefahren und widerlichen Scheiß aufräume. Aber wenigstens redet niemand mit mir oder stellt mir Fragen, von daher ist mir das nur recht. Wen juckt's? Wenigstens lebe ich noch und bin Herr über mein Schicksal. Nichtsdestotrotz hocke ich jetzt seit ein paar Tagen nur mit Leichen als Gesellschaft in diesem Raum. Niemand sucht nach mir, aber immerhin fallen keine Leichen mehr in die Säurebecken. Dieser grüne Glibber ist mein Ticket heraus und an einen besseren Ort. Ein Schluck davon und ich brauche keine Lotterie mehr für meinen eigenen verdammten Selbstmord. Egal, wer das hier liest, bitte teilen Sie meiner Frau das hier mit. Fick dich, Maggie. Alter. Harte Metallstangen, okay. Kriegt aber hier die Leichen. Sterbliche Überreste in Säure. Okay, I'm in the military wing. It's dark. No lights. Keep your head down and stay away from the walls. And listen, you'll hear him before you see him. Yes, okay. Okay. Close. Calm yourself. Panic and you won't make it. Focus. Breathe. Ey, es wird ja immer schlimmer hier. Shit, Tia. Come in. I can hear you. I made it. I'm in a storage locker. I don't think they saw me. I'll contact you when I'm clear. I'll be waiting. Warning. The processor has experienced a critical failure. Report to the visitor center. Center for immediate evacuation. Eine Armprothese, okay. Ich dachte, zieht den Handschuh an. Ach so, vielleicht können wir damit. Hier den Stromverteilerkasten. War isoliert.
Mit Säure. I'm in the limb regeneration lab. Her arms, legs. One step at a time. How close are you to Ellen? She's in a storage bay. Two floors up. I'm close. It doesn't work like that. Was passiert jetzt? Alter, habe ich mich erschreckt. Eine kindergroße Kadaver scheint weich und in sich gefallen zu sein. Spröde Knochen durchbohren die durch die Haut. Das schmeißen wir jetzt in die Zahnräder oder was? Almost at the hangar. John, I need to explain the situation. Well, well, Miss Hinsley. And it looks like you brought our friend along. Along! Sir! Oh, hier ist wieder Lesestunde. Alter! Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Damals, als das Schnelltransportsystem noch durch die Roomdeck rollte, sind die Leute in diesem wirklich langsamen Transportpods von A nach B gekommen. Ich habe seinen gefunden. Er war hinter einem Stapel Lagerkisten versteckt. Ich arbeite jetzt schon seit etwa einem Monat daran. Ich glaube, ich kriege ihn zum Laufen. Okay, es sind kurze Sachen. Scott hat mir zum ersten Mal einen Streich gespielt. Hat mir Wasser übergekippt, als ich am Pod gearbeitet habe. Ich habe ihm aus Versehen einen fiesen Cut mit einem Schraubenschluss verpasst. Ich werde mir mit ihm den kleinen Scherz erlauben und sein Lieblingsbuch anzünden. Aber nicht heute. Irgendwann, wenn er nicht damit rechnet. Die Sache mit dem Pod geht super voran. Noch ein paar Monate, dann kann ich ihn vielleicht schon testen. Mein kleiner Bruder Judd wäre so stolz. Er hat mir früher immer bei der Arbeit an den Autos geholfen. Einmal haben wir die Bremse von so einer alten Schrottlaube repariert. Und dann ist einer der Wagenheber gebrochen. Ich weiß, dass er jetzt an einem besseren Ort ist, aber ich fühle mich doch immer schlecht. Habe ich immer noch Autos? Ist das wirklich, wirklich? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da viele Sachen miteinander verschmelzen. Fiktiv. Wir haben die Eisenbahn und Co. Hier, die haben doch bestimmt in diesem Zeitalter keine Autos mehr. Ich bete jeden Abend deswegen, und Gott weiß, dass ich es nicht mit Absicht gemacht habe. Da bin ich mir sicher. Ich verspreche Ihnen jeden Abend, dass ich versuche, nicht mehr so wütend zu sein. Alles ist fertig. Ich musste zwar ein paar Teile mit der Nanomaschine drucken, aber ich bin sicher, das war Stefan ziemlich egal. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu testen. Scotty meint, der Pod wird nicht funktionieren und ich werde Schwierigkeiten bekommen deswegen. Wer zum Teufel glaubt, dass er ist? Ich habe dafür gesorgt, dass er funktionieren wird. Bin ja schließlich nicht blöd. Es wird immer schwieriger zu atmen und immer nur zu beten. Leute wie Scotty, Gott muss seine Gründe haben, um die am Leben zu lassen. Albert hat heute einen merkwürdigen Pilz entdeckt, der überall im Technikbereich wuchert. Schätze, wir werden wohl bald putzen müssen. Eine gute Nachricht und schlechte Nachricht. Wir mussten wie Mutter beim Waschtag schrubben, aber jetzt ist der Siff fast weg. Die schlechte Nachricht ist, das verdammte Zeug ist überall. Seit ich sein Buch verbrannt habe, ist Scotty richtig nett. Scotty wird jeden Tag netter. In der Bibel steht, dass er sich ändert, wenn ich nett zu ihm bin. Und siehe da, ein kleines Stück Brot kann im Hause Gottes viel bewirken. Verdammt, das ist gar nicht gut. Wir heben einen Level 7 Lockdown auf dem Sch- nee, wir heben, haben. Scheint, als würden wir uns hier nicht unten wirklich gut kennen. Die Leute müssen echt hungrig sein inzwischen. Überall hört man das Echo von Schreien. Scotty und ich starten den Technik-Lockdown, fahren die Transportkörper runter und machen die Nabelschnurbrücke dicht, um sie von den Zwillingen fernzuhalten.
Es ist wie mit Judd. Ich schwöre, das wollte ich nicht. Ich konnte Scotty nicht dazu bringen, endlich die Klappe zu halten, mit dem Krawall aufzuhören. Ich wollte doch nur, dass er ruhig ist. Ich schwöre, ich habe ihn nur ein bisschen geschubst. Aber zum Teufel, er war so verdammt laut. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man einfach nicht mehr kann. Er hat eh immer gedacht, er sei was Besseres als ich. Naja, jetzt ist er tot. Und starrt mich an. Ich muss ihn wegräumen. Ich höre ihn, er lacht, weint, macht Witze, er hört nicht auf, ich kriege ihn nicht dazu aufzuhören. Die Leute sagen, ich kann mit einem Schraubenzieher alles in Ordnung bringen, habe ich mit Scotty schon gemacht und Judd, Gott will, dass wir die Leute in Ordnung bringen, wenn sie kaputt sind. Kann ich mich in Ordnung bringen? Versuche den Pott zu reparieren, okay. Ich glaube, ich habe ihn zum Laufen gebracht. Sort wird. Die Löschentaste funktioniert nicht. Ich kann immer noch nicht viel machen, außer Einträge zu verfassen. An, öffnen. Wie bekomme ich den Zugriff der anderen Funktionen? Der Pfad fickt dich, du bist kein gottverdammtes Funkgerät, ist ungültig. Oder der Teilnehmer ist derzeit offline. Datenbank unvollständig. Terminal erkennt jetzt den Pod. Zugriff auf die Hydraulik der Podtür ist möglich, öffne nicht möglich. Der Pod ist einsatzbereit. Der Terminal funktioniert ausreichend gut, aber ich kann Testpods nicht löschen. Oh, no. Das ist Transportdings, ne? Hat er ja gesagt. Creatures are following their base instincts. Breeding, eating. This is the final boarding call for Chelsea Bean and Parasite Sushi. Please proceed to gate 9 immediately. Winzig kleine Gewebeteile vibrieren am Rand der verkrusteten organischen Materie. Drink a Juke Cola instead. Das ist organisches Gewächs. Riechender Schleim. Noch eine Leiche. Huch! The Tower. Maintenance and repair in solid waste disposal facility is overdue by 9125 days. So lange? Etwas Abscheuliches liegt bewegungslos in der Lache, verfolgt auf. Hier ist ein riesiges Gesicht. Plasma-Schneidemesser. Was habe ich jetzt mitgenommen? Stromzelle und ein Schneider. I think that'll just break it. Damit kriege ich wohl schön den Kühlschrank auf, oder? Thank you.
komplettes Spiel, also inhaltlich, ist von zwei Leuten gemacht worden. Was allein schon bemerkenswert ist. Es hat seine Schwächen. Das will ich gar nicht verhehlen. Also das Spiel braucht unbedingt eine Art Hotspot-System. Das funktioniert sonst nicht vernünftig hier. Weil du dich manchmal hier dumm suchst. War klar. Wer ist da drin? Erstmal Matsch getreten. Ein Augapfel. Okay. Scott Tanaka. Ach, das ist jetzt... Alter, warum wird das immer länger geführt? Gerald würde sich gut als Geschäftspartner eignen, aber ich kann das nicht einmal vorschlagen, ohne dass er einen Wutanfall bekommt und rumschimpft, dass das in seiner Familie so nicht läuft. Glaubt der Mann wirklich, dass er irgendwas erreichen kann, ohne Hilfe von jemandem anzunehmen, der intelligenter ist als er? Bisher war es eine Freude, an Bord der Goomdeck zu sein. Sehr viel unterhaltsamer als auf der Erde. Selbst die Privatinsel meiner Familie kann er nicht mithalten. Zugegeben, da gibt es jetzt nicht mehr viel zu tun. Die Tiere, die es da ursprünglich gab, haben wir alle schon gejagt und erlegt. Der Weltraum hingegen, unendliche Weiten. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen armselig ist, einen April-Scherz zwei Wochen im Voraus zu planen. Insbesondere, wenn es nur ein einziger Streich ist, nämlich Wasser auf Jared zu kippen. Ich habe ihm Wasser übergekippt, nur ein kleines Glas. Und die Folge davon? Dieser bullige Vollfest hat mich mit einem Schraubenschlüssel in den Gang runterjagt und mir damit die Stirn aufgeschlitzt. Ich bin jetzt absolut überzeugt davon, dass er gestört ist und werde Nachforschung anstellen. Nachdem ich mich bereit erklärt habe, einen gewissen Betrag zu überweisen, konnte ich Dr. Green überreden, mir die Patientenakte von Jared zu beschaffen. Jared ist wirklich psychisch krank. Er hat mit Wutanfällen zu kämpfen. In einem Bericht steht, dass er seinen Bruder ermordet hat, indem er ihn mit einem Auto zerquetscht hat. Angeblich glaubt Jared, es sei Gottes Wille gewesen. Genau so, in Großbuchstaben. Wie zum Teufel hat er es geschafft, im wichtigsten Bereich des Schiffes seinen Job zu bekommen? Den sollte ich mir besser warm halten. Ich fange langsam an, das Anwesen meines Vaters zu vermissen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ich bin mit Köchen und Zimmermädchen, die sich um meine Bedürfnisse kümmern, aufgewachsen. Dass ich selber aufräume und den ganzen Weg zur Kantine laufen muss, ist nach wie vor eine Herausforderung. Manchmal frage ich mich, ob ich noch bei Verstand bin. Ich habe sein Hobby kritisiert, diesen alten Transportpott zu reparieren und oha, habe ich dafür einen Irrenblick kassiert. Was wollte ich denn damit erreichen, dass ich mit ihm darüber spreche? Unglaublich, er hat meine Thesaurus verbrannt. Jared kam auf mich zu, riss ihn mir aus der Hand und hat ihn angezündet. Dann schrie er, April, April, wedelte mit den brennenden Seiten über seinen Kopf herum und rannte davon. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich meine Einträge neu geschrieben habe. Sie fühlen sich einfach weniger gut an. Es gibt dafür ein besseres Wort, ich weiß es genau. Ich würde töten, um meinen Thesaurus zurückzubekommen. Wie sollen die Leute Respekt vor mir haben, wenn ich nicht intelligent klinge? Ich geb's auf. Ich bin heute Dr. Rehm über den Weg gelaufen und er meinte, ich klinge weniger wie ein aufgeblasenes Arschloch. Vielleicht sollte ich ab jetzt einfach wie ein gewöhnlicher Mensch reden. Oh, gewöhnlich ist ja auch ein ziemlich schönes Wort. Meine Arme tun weh. Es war schwerst dabei, dieses ganze Pilzzeug aus den Generatoren zu kriegen. Aber wir haben es geschafft. Sauber machen ist nicht so einfach. Ich fühle eine gewisse Befriedigung. Ich schätze, Jared ist noch nicht ganz so übel. Er hat sich heute bei mir dafür entschuldigt, dass er so oft die Beherrschung verliert. Und man glaubt es kaum. Ich habe mich da auch entschuldigt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal getan habe. Heilige Scheiße, da hatte der Kerl doch ein paar Rationen abgezweigt. Er hat sie mit mir geteilt, obwohl er fast nichts mehr hat. Wenn ich hier nicht verhungere, muss ich ihm am Ende noch die Verantwortung für die Tanaka Investments Stiftung übertragen, die nicht existiert bis jetzt. Die Rationen sind angekommen. Wir haben genug Essen in der Kühltruhe. Wir sind weit weniger hungrig als die Typen, die Zwillinge bemannen. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Keine Ahnung, woher die Jungs mit so wenig Nahrung die Energie genommen haben, uns auf Kurs zu halten. Diese Typen sind Titanen. Für die Technik gilt ein totaler Lockdown. Was auch immer diese Biester genau sind, wir müssen sie von den Generatoren fernhalten. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder das Tageslicht zu sehen bekommen, aber wenn ich sterbe, bin ich wenigstens mit einem einzigen echten Freund zusammen, den ich je hatte. Der dich dann umgebracht hat. Alter. Diese ganzen Schicksale. Oder ich brauchte bloß das Auge. Na, mal gucken. Wahrscheinlich ist irgendwo eine Zutrittskontrolle. Wahrscheinlich hier unten.
da aus wie ein ganz normaler Bagger da. Ich sag ja, sie haben sich sehr kreativ leiten lassen bei bestimmten Sachen. Der Soundscanner. Ah, okay. Ja, ich, siehst du, das ist zum Beispiel ein Manko. Warum kann ich nicht das Inventar da an der Stelle nutzen? Looks like it was sealed in during construction. So, und jetzt kann ich wahrscheinlich die Energiezelle reinsetzen, die ich mitgenommen habe. Wisst ihr, der wird mit Strom betrieben und rattert rum wie ein... wie ein Diesel. Bilder da an der Wand. Informationskiste. Welcome to the Groom Lake Visitor Center. Kane Corporation trusts that you'll enjoy your stay. Please ensure your personal data tag is updated with your medical history and is functioning correctly. Henry Kane was born to an impoverished family in January the 26th, 2000. His mother Clara was a store clerk and his father Edwin was a veterinarian. Henry Kane was born to an impoverished family in January the 26th, 2000. His mother Clara was a store clerk and his father Edwin was a veterinarian. Ja, das ist kaputt gebrochen. Wir haben das Schiff schon gesehen. Launched in 2100, the tower was 6106 feet long. This massive nuclear fusion powered ship was used extensively as a planetary mining platform. 15 years of atmospheric exposure resulted in a weakened hull and hull decommission. Kane Mining Limited was founded in 2050. Henry Kane was appointed to exercise control over East Asian Pacific debt repayment through mining asset acquisition. This poster depicts a 95-year-old Henry Kane in the prime of his life. Der Blüte seines Lebens. Did you know, Kane Mining Limited was rebranded as Kane Corporation in June 2019. Welcome to the Groom Lake. The tower was rechristened the Groom Lake in 2120. When she left dry dock and began her journey towards the outer planets. Charles Clark Kane has proudly taken over the reins from his father and continues his family's legacy. In 2077, a mile below the surface, Camp 571 in Japan produced a treasure trove of medical research documentation. A replica of a statue of remembrance that stands in Washington, D.C. In Washington, okay. Did you know, Henry Kane served in the military and was a decorated naval aviator. Nee, das wusste ich nicht, aber danke. The rapid advancement of medical research and its auxiliary studies culminated in the perfection of genetic manipulation. Popularized by the media as a medical cold war, the eugenics age far exceeded selective breeding. In 2049, a worldwide ban was placed on unapproved genetic modification. Und das fand die nicht gut, okay. Boot ist halb zerstört und unbrauchbar, abfallende Trümmer zerstört. Das sind alles Rettungsshuttles hier. Hm.
wurde leider zerstört. Unbrauchbar. Sicher, sicher. Okay, irgendwas läuft hier hinten. Without a family, man alone in the world trembles with the cold. Strukturbalken, Rohre, Lüftungsschleuse. Na komm, durch das auch. Mr. Maratek. John, shoot him. Kill him now. I may have pulled the trigger, so to speak, but you and Miss Hensley loaded the gun. Don't try to worm your way out of this, you goddamn monster. Monster? By whose standards do you call me a monster? The morals of men don't apply to gods. Aber ich kann nicht speichern. Ich stehe auf der Ladedings. Storage device damaged and door missing. Fractural femur detected. Scapula damaged. Seek immediate medical attention. Alan, did you... Have we got her? I do. She's here. It's over. I'm sorry, it wasn't supposed to end like this. Was? Waking you was a mistake, John. But I'm happy to have met you. Was? I don't understand. Tia, what do you mean? You woke me? Answer me! We needed a way to transport the research off the Groom Lake. And your wife's bone marrow was a perfect storage device. Research? This is about fucking research? Yes! It's about research. Worth billions, John. Billions. So you cost all of this? You let those things loose? No, I'm not that sloppy. The idiots we sent to get your wife's body turned off all the containment protocols. We lost Ellen in all the chaos. That pussy Yuri was on his way to you when Milan got involved. On his way to get my DNA. It was the only way to locate the data carrier in this shitfest. Old man Kane will be rolling in his grave when I sell his secrets. You're just like Milan. Is that what you think? John, do you love your wife? Well, I loved my husband, and Kane's security forces murdered him during a protest. Kane Corporation took everything from me, and now I will burn them to the ground. You don't have to do this. You don't. Two stasis pods, hon. It was never gonna happen. Selenographic coordinates confirmed. Autopilot has been engaged. Time to departure. 15 minutes.
Ich kann nicht speichern. Was ist das hier? You never had any intention of helping me. You used me. You used my family. It's not personal. Not personal. You bitch. Guilty. Ah, alle die mit dem Datentech werden zerstört. Fuck you. Das heißt, sie hatte auch keinen. This vessel has been cleared for departure. Jetzt kann ich speichern. Okay. Falls ich irgendwas verkehrt mache. Toll. Damit ist das Ding. Wir können nicht weg. Der von Kugeln durchsiebte Körper liegt bewegungslos in der Lache frischen Bluts. Der Stasisbehälter ist kaputt. Okay. Destination changed. I love you, Ellen. Aber die Frage ist ja, sie ist ja schon, sie wurde ja schon benutzt als Brutmutter von einem der Hybriden. Heißt das nicht, dass sie schon angepasst ist? Heißt es. A Christopher Bischoff Game. Aber Christopher Bischoff, Nicholas Bischoff, Musik. Okay, da ist noch Creative Writing noch ein bisschen, aber im Editing und Co. Also, wenn das alles sind, die da mitgewirkt haben, Hut ab. Also, ja, das Spiel hat Mängel. Wir haben viele Spiele gespielt, die Mängel haben, aber ich muss ehrlich sagen, das hatte was. Also wenn, ich weiß nicht, wie zweite Teil ist jetzt das falsche Wort. Die gehören ins selbe Universum, aber gehören inhaltlich nicht zusammen, so steht es jedenfalls explizit da. Wenn sie in dem anderen Spiel einige der Mängel ausgemerzt haben, wie zum Beispiel einfach eine Hotspot-Taste oder eine Hotkey-Taste, dass du alle Hotspots siehst, die irgendwie nutzbar sind, weil sie schlecht sichtbar sind. Sonst wird es eine Pixelsuche. Hatten wir ein paar Mal. Und ja, ich weiß, dass dadurch dann auch das Gameplay dann kürzer wird, ne, weil man ja die Sachen schneller findet. Verhindert aber auch auf der anderen Seite ein bisschen Frust aufgrund des Suchens. Es muss ja hier irgendwie weitergehen. Schön war, dass es halt sich immer kompakt in einen Bereich abgespielt hat. Das heißt, mit ein paar Räumen. Und da gab es nicht so viele Variationen. Es musste also irgendwo was da sein. Aber wenn es dann nachher zu lange dauert, um bestimmte Sachen zu finden, ist es sehr schwierig. Mir persönlich hat die Geschichte gefallen und das komplette riesige Setting und es ist abartig eklig. Auch wenn es gefallen hat, aber das,
Es zeigt aber auf der einen Seite, dass ungeachtet dessen dieser ganzen theoretischen, zukünftigen und hast du nicht gesehen, es gibt Menschen, die zu allem fähig sind und denen andere Menschen vollkommen egal sind. Definitiv egal. Ja, das war dann Stasis. Vielleicht spielen wir noch Bone Totem irgendwann, also das zweite Spiel von den Leuten. Da werde ich aber vorerst mal reingucken, ob sich bestimmte Sachen verbessert haben oder nicht. Da lasse ich mich mal überraschen. Ne? Hier an der Stelle ist jedenfalls Feierabend mit Stasis. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann bei einem anderen Spiel. Würde mich freuen. Bis dahin. Euer Firefox.